zentrale Melder. Sind schneller vor Ort wie wir. Liegt einfach daran, dass sie schnellere Autos haben, sondern die sind hauptamtlich tätig, sitzen mehr oder weniger auf der Bahn und wir müssen einfach von daheim oder von der Arbeit abrücken. Wir haben eine Eintreffzeit in der Regel von 10 Minuten. Wenn es also brennt oder sowas, müssen wir innerhalb von 10 Minuten mit der ersten Einheit vor Ort sein. Verkehrsunfall sind es 15. Auto ist einfach, die Anfahrt ist unter Umständen auf der Autobahn eben 15 bis 20 Minuten, sodass man diese 10 Minuten wieder mal hat. Also, nicht schlecht ist mit dem Auto, sondern auch will einfach denen zeigen, wo wird was geschnitten. Also, macht praktisch die Markierungspunkte, wo dann die zwei Herren, das ist der Angriffsdruck, dann letztendlich mit Schere und Spreizer schneiden. Da lässt man da ausmacht, damit Sie uns besser verstehen. Normalerweise ist jeder Pumpehaken ein Stromaggregat, das zeigt wieder mal. So, normalerweise wird als erstes ein Prüfzugang geschaffen für den Notarzt und für den Rettungsdienst, dass der jetzt ein bisschen Fußball auf der Schulter. Ist also äußerst unbequem gewesen, dennoch hat der Mann überlebt. Ich fahre heute mit dem Auto und kann seiner Berufstätigkeit wieder nachgehen. Also ist, wie gesagt, sich bewegt. Sie müssen sich vorstellen, die Person ist mit Sicherheit, in dem Fall ist sicherlich zu verwirrt. Das ist Schere Spreizer, das ist ein hydraulisch betriebene Geräte. Das unten drunter ist das Aggregat. Auch da ist die Neuerung. So vorgesehen ist jetzt, dass die komplette Seitenwand, das heißt rückwärtige Tür und vordere Fahrertür komplett beseitigt wird. Das ist und das Fahrzeug steht dennoch relativ stabil auf dem Boden durch dieses Steigerstütz. Regel wird parallel dazu der Brandschutz nach wie vor voll in die Wand ist, sodass also aufgrund dessen, dass das Fahrzeug so verformt ist, Kabel eventuell entlang liegen könnte, aus dem Kraftstoff könnte sich aufgrund von Kurzschluss damit entzünden, weil man nicht an den Brandschutz gedacht hat. Glasmanagement, bevor man die Frontscheibe rausmacht. Das ist quasi ein bisschen Rückfeld. Da ist abgedeckt mit dem Teppich im Duschbereich. Das heißt, der Glasspieler ist nicht mit dem Rückfeld bekommen. Und das ist ja wieder mal da, mehr oder weniger durch Schlafverreifungs die Verwundung oder Verletzung von dem Mann oder Frau entsprechend, die haben wir vom Schlimmer mit. Die Kollegen behandeln jetzt am Arm mit einem Druckverband eine Wunde. Also das ist auch so, neue Fahrzeugtechnik hat entsprechend Airbags. Die neueste weiß ich von 10, 12 Stück. Die werden in der Regel von entsprechender Kartusche versorgt, dass also die Gasbehälter entsprechend aufgeblasen wären. Einfach nochmal zum so Vergleich, auf so einer Kartusche sind rund 700 Bar drauf, wenn man mit unserer Schere Spreizer das durchbrennen würde. Das gäbe unter Umständen
eine Explosion oder sagen wir mindestens eine Mordstruckwelle und zum anderen Teile fliegen entsprechend herum und können sowohl das unser Personal als auch den Patienten entsprechend verletzen. Deswegen an der Substanz zu schaffen, weil einfach die Verformungen dermaßen entgegen dem ursprünglichen Fahrzeugkonzept sind, dass also die Kräfte enorm sind, wo man da wieder entgegenwirken muss. So, hintere Tür ist jetzt auch weg. Wir müssen jetzt diesen Patienten, der unter Umständen wir haben so eine Verletzung hat, eben auch entsprechend versorgen können. Möglichst patientengerecht aus dem Fahrzeug raus. Das Personal von der Herstellerfirma bei uns haben, damit wir einfach auf dem neuesten Stand sind, auch ausbildungstechnisch. Wird jetzt dem Rettungsdienst übergeben und wird dann entsprechend mit dem Krankentransportwagen ins Krankenhaus verbracht. So, das war's.